Klebeband ist nicht nur gut zum Kleben, sondern man kann da auch ganz tolle Kunstwerke draus machen. So zu sehen aktuell im Haus Schwarzenberg in der Ausstellung der Galerie Neurotitan. Und bei mir ist Annika Hirsekorn. Annika, ja, das ist die Tape Art Convention, die hier zu sehen ist? Genau. Das heißt, welche Künstler haben sich hier dran beteiligt? Es ist eine Gruppenausstellung mit Buff Dis aus Australien, Jay Walker aus den Staaten, Mark Keismann, der ursprünglich in der Ukraine geboren ist, dem Tape Dead Kollektiv, das die Ausstellung initiiert und organisiert hat, Benjamin Murphy, der hier hinter uns zu sehen ist, Slava Ostap, auch ein ukrainischer Künstler, der schon länger in Berlin lebt und hier auch ganz stark Tape Art mit promotet hat. Habe ich noch jemanden vergessen? Ah ja, Efi Kupfer, die einzige weibliche Künstlerin in der Ausstellung. Und Felix Rodewald und Max Zorn. Es gibt da eine internationale Szene schon, die sich bereits etabliert hat. Also Tape Art ist gar kein so neuer Trend mehr. Ist es kein neuer Trend, nee. Also ist schon in den 60er Jahren als so Unterart der Urban Art hat es begonnen. Und dass es aber aktiv in Deutschland wirklich als Tape Art betrieben wird, ist man auch, also kann man sich drüber streiten, weil Tape sowieso in der Kunst immer benutzt wird, aber vielleicht so seit 10 Jahren, dass es aktiv eine eigene Szene gibt. Und die Ausstellung war eigentlich auch der Kerngedanke, diese Szene mal zusammenzubringen und eine Plattform für Austausch zu schaffen. Aber dass es jetzt gerade so boomt, wie kam es dazu? Einerseits auf jeden Fall, weil es sehr kommerzialisiert wurde, also weil viele Firmen, weil es einfacher ist in der Anwendung, also es stinkt nicht, man kann es wieder wegmachen, es ist sehr einfacher auf den Flächen anzuwenden und deswegen wurde das von vielen einfach als Werbeträger sehr stark kommerzialisiert in den letzten Jahren, also wahrscheinlich in der Urban Art Szene als eine der Urban Art Formen am stärksten. Ja, und dann auch einfach, weil sich die Szene halt mehr miteinander vernetzt hat, Social Media, und es immer bekannter geworden ist und auch mehr Leute halt jetzt diese Kunstform betreiben. Und weil sich die Industrie mittlerweile darauf eingestellt hat und immer mehr farbige Klebrollen entwickelt hat. Also genau, also Partner dieser Ausstellung ist Klebeland und die sind seit 2008 in Berlin und die entwickeln halt neue Klebebänder und produzieren und vertreiben die hier in Berlin, aber weltweit. Also viele der Künstler, die nicht aus Europa kommen, waren eigentlich ganz fasziniert, was es hier alles für Klebebänder gibt, die es bei denen gar nicht gibt. Welche Grenzen hat denn das Material? Weiß man ja selber, wenn man mal irgendwie was zusammenklebt, es entsteht natürlich eine Linie und es ist sehr schwierig, mal eine Kurve hinzukriegen. Aber man sieht hier schon auch sehr gebogene Linien, also für alle Formen eigentlich. Mhm. Also ich bin ja selbst keine Tape-Art-Künstlerin, deswegen müssten Sie da wahrscheinlich eher einen Tape-Art-Künstler fragen oder Künstlerin. Aber natürlich ist es auch die Herausforderung des Tapes, dass es eben Limitationen gibt des Mediums. Und das bestätigen auch alle Künstler und Künstlerinnen, die Tape Art machen, dass das einfach das Interessante an dem Medium ist, dass man eben keine so organisch runden Formen die ganze Zeit so einfach schaffen kann. Und ja, dass sie halt versuchen, wie man dann anders mit der Linie des Tapes umgehen kann und wie man halt diese Begrenzungen überwindet mit dem Tape oder eben dadurch auch eine neue Figuration, eine neue Formensprache schaffen kann, die einfach ein anderes Bild am Ende erzeugt, weil eben bestimmte Formen nicht reproduziert werden können. Kommen die Künstler mehr so aus dem grafischen Bereich, wo man sich eben auch so was mit geometrischen Figuren und Linien vorstellt, oder was sind die Hintergründe? Ganz unterschiedlich. Also viele der Künstler und Künstlerinnen kommen eigentlich zufällig zum Tape. Also wie ich ja gerade schon erwähnt habe, spielt Tape immer eine Rolle in der Kunst. Also zum Abkleben, um gerade grafische Formen und so weiter zu erzeugen. Und ich habe von vielen Künstlern gehört, dass sie einfach etwas abgetaped haben. Eigentlich gar nicht, um das Tape
dort zu lassen und dann aber den Effekt überzeugend fanden und ästhetisch fanden und dann gesagt haben, warum soll ich es nicht gleich weiter mit dem Tape machen und eigentlich so zum Tape gekommen sind. Und ja, die Hintergründe sind ganz unterschiedlich, aber es gibt auch viele Leute, die halt wirklich vom Graffiti kommen oder vom Urban Art. Also da ist zum Beispiel Baftis ein gutes Beispiel, der hat eigentlich Graffiti gemacht, hat dann auf einem Untergrund gearbeitet, wo die Farbe nicht gehalten hat, hat deswegen getaped und dann hat ihm das Tape so gut gefallen, dass er einfach das Bild komplett getaped hat. Jetzt ist gerade zu hören, ist im Hintergrund, man kann hier auch selber Hand anlegen? Wir hatten ursprünglich gehofft, eine Fläche dafür schaffen zu können, aber dann hatten wir so viele Arbeiten. Und ja, jetzt wird hier hinten an dieser kleinen Präsentationsplattform von der Preisliste und dem Text geklebt, aber es ist okay. Jetzt gibt es ja offensichtlich verschiedene Techniken. Zum Beispiel welche? Also was ganz interessant ist, ist zum Beispiel die Technik Marc Keismann, weil er das Medium wirklich sehr experimentell benutzt. Also er hat zum Beispiel mit Aluminiumpulver und Tape gearbeitet und mit der statischen Anziehung zwischen den beiden Medien. Also er hält das Tape über das Aluminiumpulver und kann quasi nicht beeinflussen, wie viel Aluminiumpulver durch die statische Anziehung auf dem Band haften bleibt. Und diese unterschiedlichen Schattierungen der Bänder setzt er dann auf einem Lichttisch zusammen und reproduziert Filmstills. Also er ist immer inspiriert von Filmstills, zum Beispiel Alfred Hitchcock, und setzt dann diese Stills auf dem Lichttisch nach und arbeitet halt nur mit den verschiedenen Schattierungen, die er auf dem Band erzeugt hat. Dann gibt es auch Hinterglasarbeiten, also da ist zum Beispiel Max Horn ein gutes Beispiel, der kreiert halt mit den Bändern unterschiedlichste Schattierungen hinter Glas und beleuchtet die dann in Leuchtkästen. Benjamin Murphy zum Beispiel arbeitet nur mit schwarzem Isolierband und sehr figurativ, während viele andere Tape Art Künstler vor allem geometrisch und abstrakt arbeiten. Hier drüben, die erinnert so ein bisschen an das Fliegenfangband, was von der Decke runterhängt. Ja, das stimmt. Das war auch interessant zu sehen, weil die Installation eigentlich anders geplant war und konzipiert war. Dann ist allerdings was schief gegangen und dann konnte man halt improvisieren. Und das ist natürlich auch irgendwie das Schöne an dem Medium, dass es einfach so viele Möglichkeiten der Improvisation und Spontanität zulässt und sich halt an Räume anzupassen und an die Oberflächen. Das ist jetzt ein Mensch aus zusammengeknülltem Klebeband, durchsichtigem Klebeband. Genau, der da hochklettert, was vielleicht auch irgendwie die Assoziation hervorrufen könnte. Urban Art, man hält sich im öffentlichen Raum auf, man bespielt Orte, die nicht so einfach zu erreichen sind. Gibt ja dann hier drüben auch noch ein Werk, das sieht so aus wie Lichter einer Großstadt. Genau, ja, es ist auch genau das. Das sind die Arbeiten von Evi Kupfer.
Berliner Künstler sind das Tape Dead Kollektiv, obwohl und Slava. Allerdings leben nicht alle in Berlin, aber genau, haben hier quasi ihre Base. Und Berlin ist auch so ein bisschen irgendwie das, ja, der Ort, an dem man sich trifft und aus dem heraus halt viele Projekte und ja, Aktionen wachsen.